Class is now starting. All attendees are in listen-only mode. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Webinar. Bauen Sie Ihren Service zum Profitcenter aus. Wir wollen Ihnen heute zeigen, wie Sie mit dem richtigen Techniker zur richtigen Zeit am richtigen Ort Ihren Service optimieren können und natürlich auch Ihre Serviceumsätze steigern können. Also wie bauen Sie Ihren Service von einem Cost zu einem Profitcenter aus? Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin Schmidt. Ich bin bei Nefos verantwortlich für das Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich werde das Webinar heute zusammen mit Hanna Kuminga von ServiceMax durchführen, die Ihnen später ServiceMax vorstellen wird, die Funktionalitäten, die Vorteile und auch in einer Live-Demo Ihnen anhand von einem Störfall zeigen wird, wie Sie mit ServiceMax da den optimalen Kundenservice leisten können. Vorab ein paar technische Details zu unserem Webinar. Wir haben Sie im Moment alle auf stumm geschaltet, damit Sie dem Webinar ohne große Hintergrundgeräusche folgen können. Wir haben am Ende des Webinars eine Fragerunde eingeplant. Da können Sie Ihre Fragen stellen. Sie haben dazu zwei Möglichkeiten. Sie können die Frage in dem Chat stellen oder Sie geben uns ein digitales Handzeichen. Da haben Sie in dem GoToWebinar-Panel eine kleine Hand. Wenn Sie die aktivieren, dann weiß ich, dass Sie eine Frage stellen möchten und dann kann ich auch Ihre Stummschaltung aufheben, sodass wir da direkt in den Dialog gehen können. Ich würde Ihnen gerne ganz kurz noch die Agenda vorstellen, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Hanna, gehst du einmal? Genau. Also wir fangen an und erklären kurz einfach den Ausgangspunkt. Wo stehen viele Unternehmen heute im Servicebereich? Wie kann der Weg aussehen zu einem proaktiven Service, zu einem Service, der nicht nur den Kundenanforderungen gerecht wird, sondern eben halt auch die Serviceumsätze in Ihrem Unternehmen deutlich erhöhen kann. Wir stellen Ihnen das Produkt vor in einer Live-Demo. Ich werde dann noch ganz kurz darauf eingehen, was wie Nefos in den ganzen Setup passt, zusammen mit ServiceMax. Und wir wollen Ihnen noch erklären, warum Salesforce und ServiceMax in dem Fall die ideale Kombination sind, um diese Lösung umzusetzen. Und am Ende des Webinars haben wir dann, wie bereits angesprochen, unsere Q&A-Session, in der Sie Ihre Fragen stellen können. Hanna, an der Stelle übergebe ich an dich. Ja, sehr gerne. Schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Hanna Kromminger. Ich bin für die Kundenbetreuung des Mittelstands in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig und werde Sie heute durch das Webinar führen. Dann fangen wir auch gleich an mit dem ersten Agendapunkt, Ihr Weg zum proaktiven Service. Und im Prinzip geht es mir darum, Ihnen zu erklären, was der Grundgedanke hinter der Gründung von ServiceMax gewesen ist. Und zwar haben wir erkannt, dass es Möglichkeiten gibt, die Serviceorganisationen, wie sie heute stehen, auszubauen. Und unsere Mission als Unternehmen ist es, jedem Techniker überall auf der Welt zum einwandfreien Außendienst zu verhelfen. Da fragt man sich natürlich, was bedeutet das denn? Und hier habe ich einfach mal zusammengefasst, wie wir den Kundendienst von gestern verstehen. Und der ist sehr reaktiv. Das heißt, es kommt zum Beispiel zu einem Störfall. Der Kunde ruft bei Ihnen an und meldet die Störung. Dann versucht man, einen Techniker zu finden, der Zeit hat, der die richtigen Fähigkeiten hat, um das Problem zu beheben. Man packt ein paar Ersatzteile ein und fährt los zum Kunden und führt dann die Reparatur durch. Was das Team hinter ServiceMax sich überlegt hat, ist, dass ein perfekter Serviceablauf eigentlich viel mehr bedeutet als nur diese drei Punkte. Zu diesem Zeitpunkt, an dem Sie auch die Serviceverträge und Wartungsverträge abschließen. Das heißt, diese Daten werden dann gleich ins System eingespeist, sodass, wenn es zu einer Serviceanfrage durch den Kunden kommt, Sie in der Lage sind, auf die Daten zuzugreifen, zu verstehen, ist das ein Garantiefall oder muss das in Rechnung gestellt werden? Welcher Techniker hat denn die richtigen Fähigkeiten, um das Problem möglichst schnell zu beheben, sodass man die Zeit zur Reparatur verkürzen kann, dass man die First-Time-Fix-Rate runterbringen kann und so weiter? Das heißt auch, dass Sie die Möglichkeit haben, in den Standort beim Kunden direkten Einblick zu erlangen, was für Ersatzteile dort schon
eingelagert sind, welche Ersatzteile zum Beispiel sich bei den Technikern im Auto befinden und so weiter. Und mit all diesen Informationen kann dann die Reparatur sehr viel effektiver durchgeführt werden. Das Gleiche gilt für die Bestandsaufnahme sowie den Abschluss und die Analyse der Servicedaten. Hier möchte ich Ihnen jetzt noch mal kurz erklären, in was für Funktionen wir diesen Serviceablauf umsetzen. Und zwar bilden wir eben die Serviceverträge ab. Wir haben die Möglichkeit des Schedulings, des Ersatzteilmanagements, aber auch neue Funktionen, die aus dem Social-Media-Bereich kommen, so wie zum Beispiel einen Gruppenchat oder die Möglichkeit der Community-Funktion von Salesforce. Das kann man so ausweiten in ein Partner- und Self-Service-Kundenportal zum Beispiel und eben die Analyse der Daten. Und damit bieten wir die einzig vollständige Lösung für Field Service in der Cloud an. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele von den Zuhörern sich mit Salesforce schon auskennen, aber es war mir wichtig, noch einmal kurz zu erklären, wie Service Max auf Salesforce aufbaut. Und zwar ist Service Max 100% auf der Salesforce-Plattform aufgebaut. Das heißt, die Architektur der Salesforce-Plattform wurde genutzt, gleich am Anfang, als die Applikation entwickelt wurde. Im Prinzip hat man nur ein neues Paket an Funktionen zusammengestellt, die sich mit dem Field Service befassen und in die Salesforce-Plattform hinzugefügt. Das heißt, wenn man schon Salesforce-Nutzer ist, dann weitet man einfach die Funktionen, die man vielleicht im Vertrieb schon nutzt, auf den Service aus und hat die gleiche Benutzeroberfläche und pflegt Daten in einer Lösung. So, jetzt habe ich genug theoretisch erzählt. Ich bin mir sicher, das Interessanteste an dem Webinar heute ist eben die Demonstration des Produkts. Und da möchte ich jetzt auch gleich am Anfang drauf eingehen. Nur kurz vorne ab, um zu erklären, wie der Ablauf der Demonstration sein wird. Ich teile die Demonstration in drei Teile ein. Erstmal gucken wir uns die Gesamtfunktionen an in der Rolle des Field Service Managers. Und dann werden wir einen Störfall abbilden. Das heißt, vom Kundenanruf bis zur Rechnungsstellung gehen wir durch die verschiedenen Funktionen und nehmen die Rollen an. Einmal des Callcenter-Agenten, dann des Dispatchers, also der Auftragseinteilung und dann rüber zum Techniker, der das Problem dann löst. Ich erkläre das aber dann auch nochmal während der Demonstration. Okay, dann gehe ich mal aus der Präsentation hier raus und rüber in die Applikation. So, hier sind wir jetzt auf der Startseite von ServiceMax. Mit ServiceMax bekommen Sie eine OEM-Lizenz von Salesforce dazu. Das heißt, es ist nicht unbedingt nötig, eine Salesforce-Lizenz zu kaufen, aber nur als Hintergrundinformation, 90% aller ServiceMax-Objekte mit Salesforce, zum Beispiel die Accounts oder Kontakte, sind genau die gleichen Daten wie die im Vertrieb genutzt werden. Genau so sieht die Homepage sehr ähnlich aus wie in der Vertriebslösung. Ich habe hier meine Dashboards, wo ich verschiedene Berichte zusammenstellen kann und mir immer aktuelle Daten ziehen kann aus meiner Field-Service-Organisation. Ich habe hier meine Kalenderintegration. Wir haben eine native Integration in Outlook. Die habe ich jetzt für die Demonstration nicht freigeschaltet, aber es gibt die Möglichkeit, hier eben auch den Outlook-Kalender abzubilden. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, mir hier Karten zusammenzustellen mit installierten Produkten zum Beispiel, um zu sehen, gibt es da Schwierigkeiten. Das heißt, es gibt auch solche Machine-to-Machine-Kommunikationen, die mit ServiceMax ermöglicht werden können. Das ist zum Beispiel wichtig im Healthcare-Bereich, wo ein Ausfall von einem Computertomographen zum Beispiel große Probleme auslösen kann. In solchen Bereichen wird das genutzt. Aber auch im Maschinen- oder Anlagebau, also die Anwendung bezieht sich nicht auf eine bestimmte Branche. Gut, dann gehe ich mal einmal in einen dieser Berichte hinein.
Hier habe ich einen Überblick über die Auslastung meiner Techniker. Das kann ich mir ganz einfach zusammenstellen. Man muss einfach nur die verschiedenen Felder suchen und dann kann man per Drag and Drop diese Berichte zusammenstellen. Hier habe ich meine Techniker und kann zum Beispiel sehen, in den verschiedenen Monaten, wie war denn die Auslastung. Und hier habe ich einen Techniker, Peter Müller. Ich kann sehen, wie viele Stunden war eingeplant und wie viele Stunden hat er nicht effektiv gearbeitet. Und daraus ergibt sich jetzt hier diese Zahl. Ich kann mir diese Berichte ganz einfach exportieren in Excel. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn man in einem größeres Meeting hat und Daten besprechen will. Ich habe immer Zugang zu allen aktuellen Daten aus meiner Field-Service-Organisation. Jetzt gehe ich einmal auf diesen Techniker drauf und hier kann man sehen, der ist angelegt als Eintrag Peter Müller. Ich habe hier seine Adresse, seine Telefonnummer, in was für einem Team er arbeitet. Hier zum Beispiel Team 9 Nordrhein-Westfalen. Dann kann ich sehen, was für Fachwissen hat dieser Techniker und welche Produkte kann er warten. Dann kann ich sehen, was für Arbeitsaufträge hat der Techniker abgehandelt. Zum Beispiel kann ich auch bestimmte Standorte anlegen, die der Techniker abdeckt. Der Konfiguration dieser Möglichkeiten hier ist eigentlich keine Grenze gesetzt. ServiceMax ist genauso konfigurierbar wie Salesforce und folgt dem Prinzip, dass man eben nicht, wenn man eine neue IT-Lösung einführt, zusätzlich programmieren muss, um das auf ihre persönlichen Prozesse anzupassen, sondern eben konfigurieren. Das heißt, man kann ganz einfach hier zum Beispiel neue Felder hinzufügen, die sich auf ihre Firma speziell beziehen. Genauso haben wir hier eine globalen Search-Funktion, die ähnlich wie Google funktioniert. Hier kann ich zum Beispiel, wenn ich anfange, St. Elisabeth Krankenhaus zu suchen, ganz einfach einen Account finden. Dann gehe ich mal auf diesen Account drauf. Und hier habe ich jetzt alle Informationen zu dem Account. Kann sehen, wer ist der Inhaber des Accounts, wer ist mein Ansprechpartner, wo ist die Adresse des Krankenhauses. Dann kann ich sehen, was für verschiedene Standorte es innerhalb des Krankenhauses gibt, aber auch, welche Produkte installiert worden sind und welche Service- und Wartungsverträge im Moment für das Krankenhaus laufen. Ganz wichtig, unser Thema heute ist ja, wie baue ich meinen Service zum Profitcenter aus. Man kann eben hier auch das Opportunity-Objekt aus Salesforce zeigen. Das heißt, dass der Vertrieb und der Service ganz eng miteinander vernetzt sind und auf die gleichen Daten zugreifen und der Vertrieb sich auch Informationen aus dem Service holen kann, um zu verstehen, was es für Up- und Cross-Sell-Opportunities dort gibt. Diese Objekte, die ich jetzt unten gezeigt habe, kann ich auch einfach per Hoverover oben am Account anklicken und dann gehe ich einfach mal hier auf so ein installiertes Produkt drauf. Das installierte Produkt setzt sich zusammen aus einem Standort und einem Produkt, was ich in meinem Produktkatalog vorkonfiguriert habe. Hier haben wir zum Beispiel das Produkt. Und auf dieser Seite kann ich dem Techniker dazu helfen oder dabei helfen, Informationen zusammenzutragen, die bei der Reparatur des Produkts wichtig sind. Zum Beispiel einfach nur ein Foto. Wie sieht das Produkt denn aus, wenn man viele verschiedene Produkte im Service abdeckt? Dann kann ich hier Informationen abspeichern oder auch PDFs anhängen und Videos, um zu verstehen, wie man das Produkt besser wartet oder repariert. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch einmal auch den Servicevertrag. Hier zum Beispiel haben wir einen Service- und Wartungsvertrag für dieses installierte Produkt abgebildet. Die kann ich auch komplett in ServiceMax managen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Arbeitsauftrag erstelle,
dann zieht sich das System automatisch die Informationen aus dem Service- oder Wartungsvertrag, sodass ich nicht mehr aus Versehen irgendwelche Serviceleistungen dem Kunden umsonst sozusagen zur Verfügung stelle. Gut, soweit einfach nur mal als kurze Einführung in das System. Jetzt möchte ich gerne durch den Use Case eines Störfalls gehen. Dazu gehen wir zurück auf die Startseite. Und jetzt tun wir einfach mal so, als ob uns jemand anruft aus dem St. Elisabeth Krankenhaus. Unser Kontakt ruft im Callcenter an und sagt, es gibt hier einen Störfall mit einem Produkt. Dann kann ich einfach wieder hier über die Suche auf den Account des St. Elisabeth Krankenhaus gehen. Mein Kontakt am Telefon sagt, ja, ich bin hier in dem Standort des Ultrasound Labs. Dann kann ich hier auf das Ultrasound Lab gehen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, die installierten Produkte einzusehen. Dann sage ich als Antwort, ja, um welches installierte Produkt handelt es sich? Was ist denn der ID, den Sie auf dem Produkt sehen? Dann sagen wir, ja, das ist hier der UL1122-3344 zum Beispiel. Dann klicke ich auf das installierte Produkt und innerhalb weniger Sekunden habe ich herausgefunden, um welches installierte Produkt es sich handelt und kann jetzt mich dem Störfall widmen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, übers Telefon zu versuchen, den Störfall abzuwickeln. Ich kann hier auf die Historie des installierten Produkts zugreifen, kann sehen, ja, hier gab es schon verschiedene Arbeitsaufträge. Welcher Techniker hat die denn abgewickelt? In diesem Fall war das der Peter Müller. Und kann mich eben so schlau machen, wie man vielleicht einfach dem Kunden schon übers Telefon helfen kann, das Produkt zu reparieren. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass es eben nicht funktioniert, das per Remote zu lösen und wir legen einen Kundenvorgang an. Der Unterschied zwischen einem Kundenvorgang und einem Arbeitsauftrag, das ist das Objekt, was wir im Nachhinein jetzt angehen werden, ist, dass ein Kundenauftrag sollte immer angelegt werden, sobald sich der Kunde meldet und Probleme beschreibt. Das heißt, selbst wenn es nicht dazu kommt, dass ein Techniker rausgeschickt wird, kann ich über den Kundenvorgang hier eintragen, zum Beispiel, dass Gerät raucht und kann dann hier eintragen, was in dem Gespräch am Telefon gelaufen ist. Dieser Kundenvorgang wird dann auf dem installierten Objekt, dem installierten Produkt, Entschuldigung, abgelegt und kann dann eben im Nachhinein immer wieder eingesehen werden, wenn der Kunde sich wieder meldet. Jetzt hatten wir aber ja gesagt, dass man eben nicht übers Telefon diesen Störfall beheben kann und deswegen werden wir einen Techniker herausschicken müssen. Und um das zu tun, können wir jetzt auf dem Kundenvorgang einen Arbeitsauftrag erstellen. Was ich noch nicht erklärt habe und worauf ich jetzt auch noch mal kurz eingehen möchte, sind diese blauen Knöpfe hier oben an den verschiedenen Objekten. Im Prinzip ist das Ihr persönlicher Serviceprozess. Alle diese blauen Knöpfe sind komplett konfigurierbar und Sie können dort alle Funktionen vorkonfigurieren, die Sie nutzen möchten. Wenn wir zum Beispiel jetzt weitergehen und den Arbeitsauftrag erstellen, um einen Techniker einzuteilen, dann können wir sehen, dass sich das System aus dem Kundenvorgang und allen Informationen, die ich schon vorher eingegeben habe, einen Arbeitsauftrag erstellt. Das heißt, ich muss überhaupt nicht mehr manuell die Dinge eingeben, mir den Kontakt raussuchen, die verschiedenen Verträge, die bestehen und so weiter, sondern das passiert jetzt alles automatisch. Und so kann ich ungemein Zeit sparen und auch Fehler mir natürlich ersparen in dem Prozess. Gut, jetzt warten wir kurz, bis das hier geladen ist. Genau, jetzt haben wir hier den Arbeitsauftrag. Und wie gesagt, habe ich hier überhaupt nichts eingegeben, sondern das System hat sich hier schon alles rausgezogen. Ich bin der Inhaber des Arbeitsauftrags. Es gibt hier eine Fallnummer. Dann sehen wir, auf welchen Kunden sich das bezieht, wer dort vor Ort der Kontakt ist,
und so weiter. Ganz wichtig, hier kann man jetzt auch die SLA-Clocks sehen. Wenn wir auf unseren Serviceverträgen das angelegt haben, dass man SLAs hat, dann wird das hier abgebildet. Das heißt, ich kann hier anlegen, wie viel Zeit ich noch habe, um das Problem zu beheben. Und das kann sich dann zum Beispiel auch in meiner Einsatzplanung wieder niederschlagen. Und ich kann Arbeitsaufträge, wo die SLAs kurz davor sind, abzulaufen, Priorität behandeln. Genau. Dann kann man hier zum Beispiel auch verschiedene Fähigkeiten eintragen für den Techniker. Man kann Notizen eintragen. Man kann solche Dinge eingeben wie Visa, wenn der Techniker ins Ausland fährt und man muss sicherstellen, dass der Techniker ein gültiges Visum hat für ein bestimmtes Land. All diese Details, die wichtig sind für den Auftrag, kann man hier eintragen. Ganz wichtig auch die Materialanfrage. Man kann hier Ersatzteile anfordern. Das heißt, ich kann hier schon festlegen, welche Teile wahrscheinlich für den Arbeitsauftrag benötigt werden. Und das System zieht sich dann wieder die Informationen dazu, was denn am Standort schon eingelagert ist, was verschiedene Techniker in ihrem Auto dabei haben oder in ihrem Van. Und so kann man sichergehen, dass man die richtigen Ersatzteile beim Einsatz dann auch dabei hat. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist, dass wir die Plantafel öffnen, um von der Rolle des Callcenter-Agenten überzugehen in die Einsatzplanung. Und die Plantafel ist eigentlich das Tool, was die Einsatzplanung jeden Tag offen haben sollte an Ihrem Computer. Das ist das Haupttool, mit dem die komplette Planung gemacht werden kann. Und wenn das System geladen ist, werden Sie gleich sehen, dass man da sehr effektiv die ganzen Informationen, die wir jetzt vorher eingegeben haben, nutzen kann, um schnell den richtigen Techniker an das Krankenhaus rauszuschicken. Jetzt haben wir hier die Konsole und unseren Auftrag hier oben. Hier unten haben wir die verschiedenen Techniker, die für mich als Einsatzplaner relevant sind. Also das sind die Techniker, für die ich die Einsatzplanung mache. Ich kann hier einfach durch diesen kleinen Techniker-Suche mir raussuchen, welcher Techniker denn das Gebiet von dem St. Elisabeth-Krankenhaus abdeckt. Hier sehen wir, aha, das St. Elisabeth-Krankenhaus, das ist in Köln. Und der richtige Techniker hier wäre wieder der Peter Müller, wie vorher eben auch. Den sollten wir da wieder rausschicken. Alle Informationen, die ich auf dem Arbeitsauftrag abgelegt habe, werden hier automatisch mit rausgefiltert. So wie eben erwähnt, eben Visum, bestimmte Fähigkeiten, Zertifikate und so weiter. Und um jetzt diesen Einsatz zu planen, muss ich mir einfach nur den Arbeitsauftrag auf den Kalender von Peter Müller rüberziehen, per Drag and Drop. Und dann kann ich noch ein paar Details hier abspeichern, zum Beispiel Fahrzeit, Servicezeit und so weiter. Wenn Sie in einer Branche arbeiten, wo Aufträge einen ganzen Tag oder eine ganze Woche dauern, dann macht das überhaupt nichts. Ich zeige Ihnen, wie Sie den Kalender verändern können. Jetzt speichern wir nur kurz diesen Auftrag hier ein. Wie wir sehen, hier haben wir die Fahrzeit und den Auftrag. Ich kann aber auch per einfachen Klick mir nochmal die Details des Auftrags angucken. Hier den Kalender. Und wie gesagt, kann ich hier auch per Zoom den Kalender beliebig verkleinern oder vergrößern. Hier haben wir zum Beispiel jetzt schon die Monatsansicht. Oder wenn ich eben viele kleine Aufträge habe, dann kann ich mich hier wieder ranzoomen in die Wochen, in die Tagesansicht. So, es gibt noch sehr viele Informationen, die ich Ihnen gerne erzählen würde zu der Konsole, aber ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Rahmen des Webinars. Ich zeige Ihnen deswegen jetzt einfach nur, wie der Auftrag vom Techniker abgewickelt wird. Und wie der eben diesen Auftrag, den wir jetzt eingeteilt haben, hier für den Nachmittag vom 19. September wieder beim Techniker ankommt.
Und dazu öffne ich jetzt mal mein iPad. ServiceMax bietet die Nutzung von verschiedenen mobilen Endgeräten an. Wir haben die Möglichkeit, auch die mobilen Funktionen einfach nur über Windows Laptop zu nutzen. Das iPad ist das von uns präferierte Gerät, in das wir am meisten investiert haben, weil es eben tolle Nebenfunktionen hat, wie QR-Reader, die Möglichkeit, Fotos und Videos zu machen, die Möglichkeit einer digitalen Unterschrift und so weiter. Aber wenn Sie auch Android nutzen wollen oder das oder einfach nur ein Smartphone, das ist auch möglich. So, ich zeige Ihnen jetzt aber hier mal mein iPad. Das ist die ServiceMax-Applikation, die jeder Techniker im Feld dabei haben sollte. Wichtig hier ist noch zu sagen, dass die Applikation hundertprozentig auch offline zugänglich ist. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel im Keller befinde oder auf einer Ölplattform oder im Wald oder wie auch immer, ja, da gibt es ja abenteuerliche Gegenden, wo Techniker sich aufhalten, dann kann ich die Applikation auch nutzen. Um jetzt den Auftrag, den wir da eingeteilt haben, einzusehen, klicke ich einfach mal auf meine Kalenderfunktion. Ich bin jetzt hier als Peter Baumann eingeloggt und kann meine Arbeitsaufträge einsehen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt den Arbeitsauftrag, den wir eingeteilt haben. Ich öffne den jetzt einfach mal. Hier kann ich sehen, um was für einen Account handelt es sich. Ah ja, das war das St. Elisabeth Krankenhaus. Ich kann sehen, wer mein Kontakt vor Ort ist, die SLA-Uhren, welches Produkt es sich handelt und kann hier auch noch weitere Informationen bereitstellen, wenn das Teil Ihres Prozesses ist. Wenn ich jetzt mal zum Troubleshooting komme, dann kann ich hier in meine Aktionen gehen. Hier haben wir wieder die blauen Knöpfe wie vorher auf den Objekten in der Hauptapplikation. Wenn ich auf Fehlersuche gehe, dann habe ich hier Zugang zum Know-how, das auf dem Produkt vorher angelegt worden ist. Zum Beispiel eben ein Safety Manual. Was muss ich denn hier vorher beachten, bevor ich das Krankenhaus betrete? Oder wie kann ich so einen typischen Störfall beheben? Der Bereitstellung von PDFs ist hier keine Grenze gesetzt. Die Größe ist, glaube ich, 25 Megabyte maximal, aber Sie können sich wirklich hier 50-seitige PDFs abspeichern, wenn Sie möchten. Videomaterial kann man auch abspeichern. Und was auch toll ist, ist, es gibt hier die Chatter-Funktion, das heißt, wie wir vorher schon gesagt hatten, ist, man kann sich mit der Gruppe, die sich mit diesem Produkt beschäftigt, hier in Echtzeit auch unterhalten und Fragen stellen, zum Beispiel, wie repariere ich das? Und dieser Chat erscheint dann eben automatisch auch auf dem Produkt und kann von dem Team, was im Büro ist, beantwortet werden. Sagen wir, ich habe durch die PDFs herausgefunden, wie ich das Produkt reparieren kann und mache jetzt meinen Auftragsabschluss. Dafür kann ich jetzt hier diese Funktionen öffnen und das Wichtigste ist, dass man versteht, wie man hier die verschiedenen Posten einträgt. Das heißt, was für Teile habe ich verbaut? Hier kann ich zum Beispiel angeben, ich habe so ein Sound Escape eingebaut. Das kann ich hier jetzt abspeichern. Habe ich aber vielleicht noch mehr Teile eingebaut, zum Beispiel einen Auxiliary Adapter. Den kann ich hier auch einspeichern. Das System kann sich hier natürlich auch die verschiedenen Preise ziehen, die ich hier im Demo nicht dabei habe. Sie können das hier konfigurieren, wie Sie möchten und die Informationen können sich ziehen aus den Serviceverträgen oder eben direkt vom Produkt. Das kommt darauf an, wie Sie das managen möchten. Gut, jetzt habe ich meine Ersatzteile abgespeichert, die ich hier eingesetzt habe, dann kann ich weiter meine Arbeitszeiten abspeichern. Hier ist wichtig zu verstehen, dass ich verschiedene Aktivitätstypen habe, zum Beispiel eine Kalibrierung,
Dann kann ich hier abspeichern, dass ich eine Installation machen musste oder eine Reparatur, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und hier kann ich eben auch dann angeben, wie lange ich gearbeitet habe. Und das System kann sich zum Beispiel Informationen ziehen dazu, ob das innerhalb der normalen Arbeitszeiten ist oder nicht und dementsprechend die Rate anpassen und so weiter. Da sind wirklich intelligente Systeme am Werk, um das richtig abzubilden. Dann kann ich noch meine Reisekosten anlegen, zum Beispiel hier gebe ich an, ich habe gefrühstückt, hier kann ich zum Beispiel eingeben, was hat es gekostet, sagen wir 10 Euro, kann das hier abspeichern. Dann kann ich auch Fotos und Videos machen, wie gesagt, hier kann ich Fotos abspeichern und auch Dokumente und die sind dann auf meinem Arbeitsauftrag angelegt. So, jetzt habe ich das alles abgespeichert, jetzt kann ich hier einfach auf Speichern drücken, um diese Teilinformationen auf dem Arbeitsauftrag abzulegen und kann jetzt einen Arbeitsbericht drucken. Und wenn ich diese Funktion nutze, dann gibt es die Möglichkeit, eben den Service Report direkt auf dem iPad zu erstellen und mir auch vom Kunden unterschreiben zu lassen. Das heißt, alle Informationen, die ich jetzt eingegeben habe, wie die Arbeitszeiten, die Ersatzteile oder auch die Reisekosten, die werden jetzt hier auf dem Servicebericht abgelegt. Jetzt probieren wir es nochmal kurz. So. Gut, mein iPad scheint hier gerade ein kleines Problem zu haben. Eine Sekunde, wir warten noch kurz, ob es denn funktioniert. Gut, mein iPad scheint ein Problem zu haben. Tut mir leid, ich kann das jetzt gerade nicht zeigen, aber dann spreche ich nur ein bisschen darüber. Im Prinzip erstellt das System ein PDF. Und ich kann mir das dann digital unterschreiben lassen, direkt auf dem iPad. Und der Servicebericht wird dann synchronisiert wieder auf den Arbeitsauftrag, den ich eben auf der Hauptapplikation dann einsehen kann. Das heißt, wenn mein iPad jetzt funktioniert hätte, dann könnten wir den Auftrag eben hier einsehen. Wenn wir zurück auf das System hier gehen, dann haben wir den Arbeitsauftrag und das PDF ist dann als abgeschlossene Arbeitsauftrag mit dem Service Report hier abgelegt als PDF-Attachment. Zum Beispiel in Ihr ERP-System zur Rechnungsstellung rüberziehen und Sie auch, je nachdem, wie weit Ihre Techniker vom Hauptstandort entfernt sind, die Rechnungslegung viel schneller und effektiver durchführen können, weil eben nicht durch eine Zettelwirtschaft erst eine Woche später die Details eintrudeln, sondern Sie das sofort synchronisieren können. Gut, das wäre jetzt eigentlich alles zur Demonstration. Ich gehe jetzt einfach mal in die PowerPoint zurück. Jetzt nur noch mal kurz zum Abschluss. Was habe ich Ihnen gezeigt? Einmal habe ich Ihnen die Hauptfunktion erklärt des Systems und wie es in Salesforce aufgebaut ist. Dann sind wir einen Störfall durchgegangen von der Annahme im Callcenter über das Dispatching hin zum Techniker und zum Abschluss des Auftrags. Was ich jetzt noch mal kurz erklären will, ist,
warum ServiceMax so erfolgreich gewesen ist in den letzten Jahren. Und da gibt es ein paar ganz wichtige Faktoren. Einmal gibt es einfach eine... Genau, was wir Ihnen jetzt hier nochmal zeigen wollen, ist eigentlich eben halt, warum jetzt gerade im aktuell eine gute Zeit ist, dieses ganze Thema Service, sich das Ganze nochmal, des ganzen Themas anzunehmen und an der Stelle wirklich zu überdenken, wie man diese Serviceorganisation neu aufsetzen kann. Ich habe jetzt hier auch gerade, ich starte jetzt hier einfach nochmal die Slideshow und Hanna wird dann wieder an dich übergeben. Perfekt. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Gibt der. Gut, ist das jetzt, Hanna, was siehst du? Ich sehe nichts. Du siehst nichts? Gut, dann haben wir jetzt hier irgendwie ein Problem. Das ist schade. Jetzt müsste eigentlich das alles da sein. Also ich... Ich kann jetzt hier auch noch mal... Okay, dann würde ich jetzt sonst eventuell noch einmal zurückgehen und noch mal die... möchtest du sonst noch mal die Datei hier kurz... nochmal öffnen und dann würden wir es nochmal über den anderen Weg probieren. Es tut mir jetzt leid, dass wir hier an der Stelle jetzt gerade ein kleines technisches Problem haben. Anna, ich mache dich gerade nochmal zum Presenter und würde nochmal schauen, ob das jetzt besser funktioniert. Gut. Gut, ich glaube, jetzt haben wir, ich sehe im Moment jetzt nur den Startbildschirm. Sonst, Anna, möchtest du einfach sonst die Zusammenfassung vielleicht so machen, ihr weil sonst jetzt hier da Zeit verdienen. Wir stellen Ihnen ja die Präsentation im Anschluss dran sowieso zur Verfügung. Vielleicht fassen wir es einfach so nochmal kurz zusammen, den Aspekt, den ich gerade schon angesprochen habe. Ich habe jetzt auch nochmal auf Screenshare gemacht, aber ihr könnt meinen das nicht sehen, ja? Ich sehe das im Moment leider nicht, nein. Na gut. Also bei mir wird angezeigt, dass es geht. Vielleicht können die Zuhörer das ja auch sehen. Mhm. Ich erkläre einfach nochmal kurz, weshalb ist Service im Moment relevant. Hatte ich ja eben schon angedeutet. Dafür gibt es drei wichtige Gründe. Einmal die generelle Technologieinnovation im Bereich Mobile, Smartphones, Machine-to-Machine, Communication und so weiter. Das heißt, es gibt einfach neue Möglichkeiten, den Techniker viel mehr einzubinden in die Gesamtservice-Organisation, mehr Durchblick zu haben, was dort eigentlich läuft. Dann ist Service einfach ein Bereich im Unternehmen, wo es immer noch sehr hohe Margen gibt im Vergleich zum Produktvertrieb und ist deswegen sehr interessant. Und generell wird von den Kunden auch einfach erwartet, dass sich die Unternehmen in proaktive Service-Investitionen begeben und zum Beispiel Funktionen wie ein Kundenportal oder einheitlicher Service global gewährleistet sind. Nur kurz zu ServiceMax. Ich möchte kurz erklären, wie das eben auch in dem Wachstum unseres Unternehmens sich widerspiegelt. Wir haben, seitdem wir bei Salesforce den Dreamforce App Award gewonnen haben 2009, 300 Kunden global gewinnen können. Darunter sind große Unternehmen wie Coca-Cola, GE, aber auch deutsche Unternehmen wie B. Braun oder Dorma. Und wir haben da wirklich einen Riesenerfolg gehabt, was eben auch diese Möglichkeit des Service widerspiegelt. Also auch bei den Unternehmen wird das so wahrgenommen, dass es da ein großes Potenzial gibt. Wir haben Erfolg im Mittelstand und in Großunternehmen. Es gibt Firmen, die haben nur 5 bis 10 Nutzer oder eben auch Unternehmen mit 45.000. Das heißt, durch die Konfigurierbarkeit der Lösung ist es möglich, das individuell anzupassen. Was für Branchen decken wir ab? Die wichtigsten Branchen für uns sind Maschinen- und Anlagebau, aber eben auch, wie hier im Beispiel, Healthcare und auch der Energiesektor ist für uns relevant.
ServiceMax in Europa. Wir sind ja ein amerikanisches Unternehmen, deswegen dachte ich, ich erkläre auch noch mal kurz, wie wir lokal aufgestellt sind. Wir haben mittlerweile ein lokales Team in Deutschland, Skandinavien und Frankreich und sind in Europa insgesamt von nur 3 Angestellten 2012 in den letzten 2 Jahren auf 34 Angestellte angewachsen. Das heißt, wir sind mittlerweile auch ein wirkliches Unternehmen hier in Europa. Global gesehen sind wir auch um fast 100% gewachsen in den letzten 2 Jahren mit fast 300 Angestellten jetzt, ein Büro in Asien und globalem Support rund um die Uhr. Diese globale Aufstellung auch wiederzuspiegeln, die Möglichkeit, 11 Standardsprachen inklusive Zeichensprachen sowie Chinesisch, Koreanisch, Japanisch abzubilden. Katrin, ich würde dich dann bitten, noch mal kurz Nephos vorzustellen. Ja, gerne. Wir sind, Nephos ist klassischerweise eine Salesforce-Unternehmensberatung und wir führen Salesforce beim Kunden ein über das gesamte Spektrum eines Salesforce-Projektes, also von dem, Prozessdesign über dann wirklich die Konfiguration und so weiter bis hin zu Training und Quality Management und so weiter. Wir arbeiten eng mit vielen Partnern zusammen, die Salesforce in der einen oder anderen Weise ergänzen, darunter eben ServiceMax mit der Lösung für den Kundendienst. Und Nephos blickt auch zurück auf eine erfolgreiche Geschichte. Wir haben mehr als 200 CRM-Projekte erfolgreich durchgeführt, sind Platinum Cloud Alliance Partner von Salesforce und auch AppExchange Partner. AppExchange Partner heißt, wir entwickeln auch eigene Lösungen. Ganz interessant auch die mobile Lösung, die wir haben, eben eine Offline-Salesforce-Lösung, die den Zugang ermöglicht, auf Salesforce-Daten über das iPad oder iPhone zuzugreifen. Wir haben Büros in Zürich, München, Wien und Frankfurt und auch in Warschau, wo unser Development Center ist und sind eben dann im Zusammenspiel mit ServiceMax eigentlich die Ansprechpartner, wenn es darum geht, Salesforce und ServiceMax beim Kunden einzuführen. Hanna, an der Stelle übergebe ich nochmal an dich für die Zusammenfassung, warum Salesforce und ServiceMax eine gute Kombination sind. Genau, ich hatte ja schon erwähnt, dass 90% aller ServiceMax-Kunden auch Sales Cloud als Vertriebsprodukt von Salesforce im Einsatz haben. Und die Gründe dafür sind eben, dass man den Vertrieb und Service in einem System abbilden kann, ohne Integration. Man hat nur eine Benutzeroberfläche. Es gibt eine globale Verfügbarkeit der beiden Systeme. Wie gesagt, wir können international mit diversen Partnern in verschiedenen Regionen Projekte abbilden. Dann gibt es die Möglichkeit einer Standard-Outlook-Integration, auch ganz wichtig, wenn man Outlook als Hauptkalendersoftware benutzt. Dann die Produktinvestitionen. Wir haben eine Komplettlösung für den Field Service mit 3 Releases pro Jahr. Das heißt, wir stecken Millionen in die Produktentwicklung und geben das dann auch weiter an den Kunden 3-mal pro Jahr. Und dadurch, dass wir cloud-basiert sind, bedeutet das eben überhaupt keine extra Arbeit für Sie, sondern wir machen das im Hintergrund und Sie haben die Funktionen dann einfach zugänglich für Ihre User. Weiter, auch interessant, bieten wir Kostenkontrolle über Implementierungspakete. Das heißt, wir sind daran interessiert, die Implementierung möglichst schlank für Sie zu machen. Wir bitten Sie, in Lizenzen zu investieren und nicht große, schwierige Implementierungen zu machen. Das ist auch einer unserer Fokus. Ja, dann habe ich hier noch einen Slide, den Sie dann hoffentlich im Nachgang noch anschauen können. Und zwar einfach eine Abbildung einer Kundenumfrage mit circa 40 Unternehmen, die wir letztes Jahr durchgeführt haben. Und da kann man nochmal sehen, was sind denn die Hauptvorteile, die erreicht worden sind durch eine ServiceMax-Einführung. Ganz wichtig hier, im Schnitt haben über 20% mehr Produktivität, aber auch eben Serviceumsatz. Eine signifikante Reduktion der Erhöhung der First-Time-Fix-Rate, aber auch höhere Kundenzufriedenheit, generelles Senken der Kosten im Außendienst und der durchschnittlichen Zeit zur Reparatur.
das einfach nochmal so zur Zusammenfassung. Ich bin jetzt nicht sicher, ob die Folien noch sichtbar waren für die Teilnehmer, aber ich würde jetzt einfach zur Fragerunde übergehen. Katrin, wenn du das nochmal einleiten möchtest. Ja, gerne. Danke, Hanna. Also die Folien, ich sehe die jetzt, ich sehe sie jetzt wieder und ich hoffe, das ist für die Teilnehmer auch so. Aber sie bekommen die natürlich auch im Anschluss an das Webinar von uns zugesendet und wir stellen auch eine Aufzeichnung von dem Webinar zur Verfügung, so dass sie das auch nochmal nachvollziehen können. Wir haben ja die erste Frage von dem Herrn Mund, der gefragt hatte, ob man die Aufträge auch automatisch über eine Schnittstelle importieren kann. Ja, man kann ein typischer Ablauf, was viele Kunden machen, ist, dass eben die Aufträge zum Beispiel in einem anderen System erstellt werden, zum Beispiel im ERP. Und dann kann man eine Integration in ServiceMax machen und die Aufträge dann eben übernehmen, die im ERP erstellt worden sind. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das die Frage beantwortet. Das wäre ja jetzt meine Annahme, dass das darauf abzielt. Man kann auch automatisch Aufträge erstellen, zum Beispiel, wenn es ein Wartungseinsatz ist. Oder wenn es ein Problem mit einem Produkt gibt, was serienmäßig zurückgezogen werden muss. Also solche Automatismen gibt es auch. Mhm. Vielen Dank, Hanna. Ich sehe in der Rückmeldung von Herrn Mund, dass das die Frage beantwortet, respektive er hat gerade nochmal das ein bisschen präzisiert und nachgefragt, er würde das gerne über ein Webportal importieren oder über das Webportal importieren wollen. Mhm. Da müsste man dann sehen, was für ein Webportal da vielleicht schon im Einsatz ist und das mit unserem Implementierungsteam gemeinsam genauer anschauen. Aber Integrationen sind Standard in ServiceMax. Also das scheint mir jetzt so grob gesehen sicher möglich. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, die Sie an der Stelle noch besprechen möchten? Es kommt eine Frage von der Frau Ebner, die nachfragt, ob die Auftragsbearbeitung auf dem iPad komplett offline möglich ist. Ja, das funktioniert so, dass man eine regelmäßige Synchronisation einstellt. Das heißt, man sagt, regelmäßig sollen sich folgende Daten gezogen werden, also die Arbeitsaufträge, Informationen zu Produkten und so weiter, das kann man konfigurieren. Und immer wenn das iPad dann im WLAN-Netz ist, dann synchronisiert sich das automatisch. Aber in der kompletten Zwischenzeit kann man es offline nutzen. Mhm. Gut, Frau Ebner, ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage soweit. Sonst posten Sie gerne nochmal. Gibt es denn weitere Fragen zu unserer Demo und zu dem, was die Kollegin, die Hanna gerade vorgestellt hat? Im Moment sieht das jetzt gerade nicht so aus. Doch der Herr Mund hat nochmal eine Frage. Da ging es ja eben halt über den automatischen Import der Arbeitsaufträge. Er fragt in dem Fall jetzt nochmal nach, anderes Thema. Das sagt, der Funktionsumfang ist für ihn schon fast zu viel, ob man das individuell anpassen kann, weil die Arbeitsaufträge in seinem Fall eher einem Kurierdienst ähneln. Ja, es gibt, also ich habe jetzt natürlich die komplexe Version des ganzen Ablaufs gezeigt. Man kann zum Beispiel auch einfach nur die Einsatzplanung nutzen oder verschiedene Felder auf dem Arbeitsauftrag löschen, wenn man die nicht benutzt und das Ganze viel simpler gestalten, das ist möglich. Okay, es gibt noch eine weitere Frage von Frau Ebner. Katrin, ja? Ich sage noch kurz dazu. Ja. Unser Ansatz zur Implementierung ist in der Regel, dass man sich zusammensetzt und den derzeitigen Prozess gemeinsam abbildet, zum Beispiel in so eine Art Flussdiagramm und versteht, was ist die Ist-Situation und wohin will man kommen mit dem System. Und dann schaut man, wie man das implementieren kann. Das heißt, wir sind da darauf fokussiert, nicht das Produkt einfach nur zu installieren, sondern eben so anzupassen, wie der Kunde das möchte. Mhm.
Okay, danke nochmal für die Präzisierung an der Stelle. Es gibt eine weitere Frage von Frau Ebner, die gerne wissen wollte, ob man Checklisten anlegen kann, also quasi Arbeitsschritte vorgeben kann. Ja, das ist ein ganz typischer Anwendungsfall, dass man zum Beispiel gerade auch beim Wartungsauftrag da Checklisten hat, die abgearbeitet werden müssen. Und dann kann man zum Beispiel auch einstellen, dass der Auftrag nicht abgeschlossen werden kann, bevor die Checkliste ausgefüllt ist. Man kann auch bei einer Installation zum Beispiel speziell eine Checkliste anlegen oder auch bei normalen Arbeitsaufträgen. Das okay. wird viel genutzt. Mhm. Prima, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Da kommt noch eine weitere Frage. Da geht es um Scannen von Barcodes, inwieweit das möglich ist oder vorgesehen ist. Ja, das habe ich jetzt mit dem iPad nicht gezeigt, aber man kann, wenn man die Teile einspeichert beim Arbeitsauftrag, den QR-Code-Reader nutzen. Das heißt, man muss nicht das Produkt oder das Ersatzteil beim Namen kennen, sondern man kann einfach über die Kamera vom iPad oder iPhone den QR-Code einscannen und dann sucht sich das System das automatisch raus. Okay. Frau Ebner hat noch eine weitere Frage, die bezieht sich nochmal auf das Zusammenspiel oder vielleicht auch Nicht-Zusammenspiel von ServiceMax und Salesforce und fragt, ob man ServiceMax auch ohne Salesforce nutzen kann. Kann man, ja. Im Prinzip funktioniert das so, dass ServiceMax dann für Sie eine OEM-Lizenz erwirbt, aber Sie haben dann nur einen Vertrag mit ServiceMax. Okay, wir springen jetzt gerade so ein bisschen hin und her, weil die Fragen in der Reihenfolge jetzt gerade kommen. Wir hatten gerade gesprochen über das Barcode-Scannen. Das war die Frage von Herrn Mund und er hat es dann noch eine Erweiterung zu der Frage und fragt einfach nach, wie schnell geht das denn mit dem iPad, aber ob es im Zweifel ein anderes Gerät gibt, das man nutzen könnte. Das geht sehr schnell. Das ist, also... Man muss eigentlich nur, ich kann ja noch mal versuchen, das hier kurz zu zeigen. Sonst kann man auch ein individuelles Demo noch mal organisieren. Aber im Prinzip ist es so, dass man nur, wenn man das Teil abspeichert, ich zeige jetzt noch mal kurz das iPad, wenn man hier auf den Arbeitsauftrag drauf geht. Hier zurück zum auf die Teile, dann kann ich hier, wenn ich hier ein Teil eingeben möchte, dann habe ich hier diesen QR-Reader, ja, und dann klicke ich einfach da drauf und dann kann ich ein Foto machen. Das ist wirklich so einfach, wie ein Foto mit dem iPhone oder mit dem iPad zu machen. Wenn ich jetzt, ich habe hier jetzt natürlich nur meinen Computer und keinen Code, aber ich mache die Kamera jetzt wieder aus, aber so einfach ist das. Vielleicht, Hanna, wäre das auch noch ein Thema, was nochmal offline an der Stelle mit dem Herrn Mund zu besprechen wäre. Er sagt, Sie müssten wohl recht viel scannen und fragt auch nochmal nach, aber dass es keine industrielle Lösung ist, wie zum Beispiel bei Kurierdiensten. Also halt einfach ein anderes Gerät, mit dem man eben diesen Scanvorgang durchführen würde. Aber vielleicht ist das ein Thema, was wir da an der Stelle nochmal. Ja, das müssen wir nochmal im Detail besprechen. Was da die Erwartungen sind, was auch der Nutzen ist, dahinter ein anderes Gerät zu verwenden. Das müsste man dann verstehen und gucken, wie man die Anforderungen bedienen kann. Dann haben wir noch eine weitere Frage von Frau Ebner. Und zwar geht es da um Regieberichte, die erstellt werden, ob die im Layout individuell, also im individuellen Layout möglich sind. Ja, absolut. Die Service-Reports können individuell angepasst werden. Das heißt, standardmäßig kann man, glaube ich, 10 Felder anlegen und das Logo von der Firma darauf konfigurieren. Und dann kann man das aber beliebig so ausbauen, wie man das braucht. Okay, wunderbar. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, im Moment, glaube ich, haben wir alle Fragen beantwortet, dann würde ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr Interesse bedanken.
auch für Ihre rege Teilnahme jetzt an unserer Fragerunde. Wir hoffen, wir konnten Ihnen da auch alle Fragen umfassend beantworten. Wir stehen Ihnen natürlich auch jetzt nach dem Webinar gerne noch für weitere Fragen zur Verfügung. Sie werden von uns eine E-Mail bekommen, einmal mit der Präsentation, wie schon angekündigt, und auch der Aufzeichnung des Webinars. In der E-Mail haben Sie auch unsere Kontaktdaten drin, sodass Sie da jederzeit gerne auch noch bei weiteren Fragen auf uns zugehen können. Und ja, dann an der Stelle würde ich mich von meiner Seite schon mal ganz herzlich bedanken und Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Ja, von meiner Seite auch nochmal herzlichen Dank für Ihr Interesse, und Sie können sich jederzeit auch gerne mit weiteren Fragen an mich persönlich melden, per E-Mail oder über Xing zum Beispiel. Und entschuldigen Sie nochmal die kurze und technische Unterbrechung. Ich mache gerne noch mein individuelles Demo, wo es dann auch hoffentlich glatt abläuft. Wunderbar, dann nochmal herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.